Guten Morgen aus Monaco, Leute. Es ist der Samstag vom Grand Prix-Wochenende. Das Formel 1 Qualifying findet jetzt gleich statt. Und davor bin ich kurz bei RTL, deswegen gehen wir jetzt direkt da unten hin. Wir sind im Hafen angekommen, Leute, hier in Monaco. Da vorne ist die Strecke und wir stehen gerade direkt an der Red Bull Energy Station. Ich habe ja schon im allerersten Vlog hier aus Monaco die ganzen Motorhomes verglichen. Also all das, was die Formel 1 immer bei den Europarennen aufbauen. Und Red Bull habe ich ausgelassen, weil sie sind außerhalb des Fahrerlagers. Und da sind direkt zwei Teams drin, Toro Rosso und Red Bull. Und die haben wahrscheinlich schon mit Abstand das größte Ding hier aufgebaut, mit Pool und so weiter. Da darf man nur mit sehr bestimmten Pässen rein, die haben wir gerade noch nicht. Der versucht Kartli gerade zu klären, weil eigentlich sollen wir gleich uns da drin mit RTL treffen. Und da spreche ich dann kurz vorm Qualifying mal über die Einschätzungen. Was gleich alles so passieren wird, Max Verstappen ist schon im letzten freien Training gerade hart gecrashed in der Schwimmer-Schikane. Die schwierigste Stelle des Kurses, wie uns Nico Rosberg gestern erzählt hat. Und da reicht eben ein kleiner Fehler. Und dann ging es dann direkt in die Wand, Auto ziemlich zerstört. Ich hoffe, die kriegen es repariert bis zum Qualifying. Aber ja, heute wird es dann jetzt eben ernst hier für die Formel 1 Monaco. Er übernimmt jetzt gleich das Programm, das ist die Gefahr. Das ist schon was anderes, live ist schon was anderes. Deswegen frage ich, weil es keinen Einfluss auf alles hat. Ich weiß nicht von mir, das ist schon anders. Da kannst du nicht sagen, hey, schneid mal raus, Pause. Wahrscheinlich mit das Wichtigste in Monaco ist das Qualifying, weil hier schwer zu überholen und wer hier eben heute den ersten Platz hat, der startet morgen ganz vorne. Chance, das Rennen zu gewinnen. Wir sind hier im F1 Paddock Club untergebracht. Auf jeden Fall eine sehr gute Stelle, um das Ganze zu schauen. Es gibt ja alles mega Essen. Viele Prominente hier. Ich habe schon drei Schauspieler von Game of Thrones gesehen. Unter anderem der Jon Snow ist da und Jamie Lannister. Also ist schon ganz cool, aber das Wichtigste ist da unten auf der Strecke. So, jetzt mache ich die Kamera weg, sonst wird die mir noch weggenommen. Sehen wir uns gleich wieder. Qualifying ist vorbei, Leute. Ricardo hat sich die Pole Position gesichert vor Hamilton. Ich habe schon wieder mein Mikro hier jetzt hier in der Hand. Jetzt geht es nochmal ein weiteres Mal zu RTL. Das war jetzt das erste Mal rein. Danke dir. Das ist nett. So wie ins Facebook Live. Es ist immer gut, dass man immer so als YouTube-Star vorgestellt wird. Ich bin einfach nur ein Motorsport-Fan. Gibt Schlimmeres als YouTube-Star jetzt heutzutage. Das ist schon ganz cool, finde ich. Aber ich finde es auch mega, wie der Felix jetzt wieder in seinem Element hier ist. Ja? Voll loslegen direkt. Aber du machst es ja auch so ein bisschen, oder? Ich aber auch über YouTube halt, ja. So, Qualifying ist vorbei. Wie war euer Eindruck? Was sagt ihr zum Ergebnis? Verstappen wird sich ärgern, oder? Für Verstappen war das der dunkelste Moment überhaupt. Das ist sehr hart. Ich hatte schon ein paar dunkle diese Saison. Ja, noch ein dunkler Moment, ja. Aber ich glaube, das ist der absolut dunkelste. Weil er war im freien Training kurz vorm Qualifying, war er eigentlich, sah so aus, als könnte das ganze Ding gewinnen hier am Wochenende. Ja. Er war richtig stark unterwegs und dann setzt er das Ding in die Wand rein, zerlegt das Auto total und sein Teamkollege ist jetzt Erster. Richtig. Ja, und fährt in Richtung Sieg. Ja. Und also das ist schon hart. Und dann aber Sebastian auch super, aus deutscher Sicht. Vielleicht seid ihr viele von euch auch Sebastian-Fans. Aus deutscher Sicht gut, Sebastian Zweiter gut gemacht, also von daher eigentlich ideal für morgen. Wie sieht der Start aus, sagst du? Ich glaube, dass Ricardo am besten wegkommt, dann wird es echt spannend. Also finde ich, ob der Sebastian da wirklich aggressiv ist in die erste Ecke rein oder ob er sich doch eher verteidigen muss gegen Lewis Hamilton. Also das wird schon ganz interessant werden. Du hast es ja oft selber aus der Fahrerperspektive erlebt. Ich von außen oft schon zugeschaut. Freue mich immer, weil es ist was Besonderes hier. Genau. In der Safety-Car-Phase kann halt alles durcheinander bringen hier in Monaco. Aber mal schauen. Sehen wir dann morgen, wie das aussieht. Worden hier auf eine Yacht mit Nico Rosberg. Das Problem ist nur, jetzt ist da wieder Track Action. Das heißt, ich glaube, die Super Cup oder sowas fährt. Eine andere Serie fährt gerade und man kann nicht zum normalen Landeplatz ran. Die einzige Möglichkeit, auf dieses Schiff aufzukommen, ist die Leiter da vorne. Es wird spannend. Ich hoffe, niemand fällt rein, vor allem nicht quasi. Safety. Too late for safety.
Bei dir machen wir aber selbst, oder? Ja. Wir sind alle oben angekommen hier auf der Yacht. Ist schon lustig, so eine Yacht zu entern, ne? Ja, kann man mal besser machen. Und so sieht Monaco eben aus, wenn man auf einer Yacht ist. Wir gehen natürlich gleich zur Rückseite, da sind natürlich gerade die meisten Leute hier. Aber mir fällt halt auf, dass dieses Schiff da vorne, kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ich blende gerade mal ein Bild ein, als das auf hoher See war. Ich glaube, dass genau dieses Boot, das Boot ist, was ich euch mal vorgestellt habe, wo ich eine Nacht in der Owner Suite verbringen durfte. Guten Morgen, das hier ist die Legend, so heißt diese Superjacht hier. 77 Meter lang ist das Ding. War früher ein sowjetischer Eisbrecher. Nur, dass ihr mal einen kleinen Eindruck vom Schiff bekommt. Moin, Leo. Guckt euch das hier einmal mal an. Hier haben wir einfach einen Hubschrauber-Landeplatz. Hier ist ein fetter Grill am Start. Diesen netten Jacuzzi hier waren wir noch bis 5 Uhr morgens zusammen. Mit Cocktails die ganze Zeit in der Hand. Am Kamin. Und kann hier noch mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Privates Kino. Also wirklich hier, das ist hier riesiger Fernseher. Und hier kannst du eigentlich aussuchen, wo du dich hinsetzt. Und dann kannst du hier, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Richtung Arktis fährst, ne, dann hast du auch ein paar Seetage, wo nichts passiert. Kannst du dir halt auch ein paar Filme hier ganz geil anschauen. Okay, ja gut, trainieren kann man ja auch noch, aber ich habe für heute, glaube ich, genug getan. Denn da steht auch ein U-Boot vorne drauf und das ist genau so aufgebaut. Also es könnte sein, dass genau unser Boot auch wieder hier vorne in Monaco liegt. Ich meine, gibt gerade, glaube ich, in diesem Wochenende auf der ganzen Welt kaum besseren Platz für eine Yacht als in Monaco bei Formel 1 Grand Prix. Und dieses Exemplar hier ist auch nicht schlecht. All my friends think I got money now. And their girlfriends think that I'm funny now. It's like all they ever talk about. You knew me then, but you don't know me now. My friends think I got money now. And their girlfriends think that I'm funny now. It's like all they ever talk about. Ja, so kann ein Tag in Monaco dann eben auch aussehen am Grand Prix-Wochenende. Auf so einer Yacht mit direktem Blick hier auf die Schikane nach dem Tunnel, also die beste Überholmöglichkeit. Wir haben ja gerade noch das GP2-Rennen, also die Formel 2, gesehen. Und das war schon sehr, sehr cool. Wenn hier morgen das Rennen stattfindet, dann gibt es da wahrscheinlich keinen besseren Platz hier in ganz Monaco als genau hier auf so einem Schiff. Ich war ja nach ein paar Zufällen mit Paul vor ein paar Monaten mal auf diesem Schiff da. Ich bin mittlerweile ziemlich sicher, dass es das Schiff ist. Und hab da sogar eine Nacht drauf verbracht. Und es ist eine andere Welt, solche super Yachten. Und da fühlt man sich eigentlich schon irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Aber trotz all dem, es war natürlich mega cool hier zu sein. Danke nochmal für die Einladung an Nico Rosberg und all seine Freunde, die hier waren. Das war wirklich sehr lustig mit allen. Ging eine richtige eigene Party ab, neben der Renn-Action nebenan. Und da kann ich sehr gut verstehen, dass die Leute das hier irgendwie können, dass sie auch richtig zelebrieren und hier den Monaco Grand Prix so genießen. Ich weiß nicht, ob ich sowas irgendwie noch jemals wieder erleben werde, aber deswegen versuche ich einfach jede Sekunde mit allen Erlebnissen, die wir irgendwie hier dieses Wochenende bekommen, einfach zu genießen, aufzunehmen. Bin sehr glücklich darüber, dass wir diese Möglichkeiten bekommen und ich hoffe, ich kann euch eben so ein bisschen mitnehmen. Und so konntet ihr auch den Nico ja ein bisschen kennenlernen. Ist echt ein super netter, super lieber Typ, mit dem man auch Spaß haben kann, wie man gerade gesehen hat und der total offen das ganze Wochenende über zu mir war und über alles Mögliche mit mir einfach gesprochen hat, alles, was ich wissen wollte. Das ist schon cool. Mauro Engel haben wir auch wieder getroffen, der zweite war beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, ist auch ein guter Freund von Nikos, mit ihm zusammen aufgewachsen hier in Monaco, im selben Kindergarten gewesen und der war jetzt hier auch wieder zu Besuch, haben wir auch mit ihm gequatscht. Bald fährt er seinen nächsten E-Prix in der Formula E in Zürich und da werde ich ihn besuchen, auch der Daniel Abt natürlich und mal sehen, was er noch machen werde in Zürich, auf jeden Fall auch eine sehr coole Sache. Aber noch sind wir eben hier in Monaco und ja, krass, ich kann es immer noch nicht fassen, dass hier in dieser Stadt vor dieser Kulisse irgendwie hier mit sein darf und mir das alles mal anschauen kann, alles erleben kann. Und auch bei RTL heute im Fernsehen. Das sind halt all die Leute, ja, mit denen ich sozusagen ein bisschen aufgewachsen bin. Wo ich immer Formel 1 geschaut habe, immer mit Heiko Wasser und Christian Danner, den Kommentatoren. So, das sind die Stimmen, die ich dann immer gehört habe, wenn ich halt Formel 1 geschaut habe. Und jetzt waren wir gestern mit denen zusammen essen und heute haben wir mit denen zusammen gedreht. Das ist schon cool, das ist eine große Ehre für mich auf jeden Fall. Und ja, weiß gar nicht, das ist echt. Hätte man mir das mal vor 10 Jahren gesagt, so, oder vor 15 Jahren, oder selbst vor 5 Jahren, selbst vor 2 Jahren. Ich hätte es nicht geglaubt. Deswegen bin ich einfach nur extrem froh, dass ich es irgendwie alles so erleben darf. Und danke auch raus an euch, an meine Zuschauer, dass ihr mich immer bei all dem hier unterstützt. Für heute soll es gewesen sein mit dem Vlog. Wir schauen uns noch bei der Red Bull Energy Station bei der Party vorbei, aber ich glaube, da würde ich die Kamera jetzt nicht auch noch raufhalten. Aber ihr habt ja heute schon vormittags gesehen beim Interview. Jetzt da nochmal eine fette Party.
und mal gucken. Schauen wir mal vorbei, müssen aber auch vor allem noch Videos schneiden und morgen ist dann hier Rennen beim großen Preis von Monaco der Formel 1. Und dann nehme ich euch natürlich auch wieder mit hin. Vielen Dank euch heute also fürs Zuschauen. Drückt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und bis morgen. Macht's gut. Ciao. Jetzt kriegt endlich mal was Richtiges zu sehen hier.